Ja, dass wir ein Stück weit runterfahren. Ja. Gleich. Später. Ein Stück weit wird es machen, ja. Weil es wird sehr warm sonst. Da alle heiß auf Satzhahn sind, weiß ich nicht, ist noch heißer. Tukaram, ein Weiser, verbrachte den meisten Teil seiner Zeit damit, Krishna anzubeten, also ihn zu besingen und sich auf ihn zu besinnen und einfach nur so da rumzusitzen. Und seine Frau hatte anderes im Sinn, denn es stand ja an, dass die Felder bewirtschaftet werden mussten und es musste das Korn gesät werden. Aber er saß da und hat sich Krishna gewidmet, gesungen und getanzt, singen und tanzen und Bhakti, das Anbeten eines Gottes, ist ja auch eine der Arten oder Weisen, wie man sich auf das Höchste besinnen kann. Und ihm lag das, also machte er das, was ihm lag. Und in den folgenden Wochen und Monaten wuchs das Korn der Nachbarn, und sein Land lag brach. Aber dann kam ein Zyklon. Und der Zyklon vernichtete die ganze Ernte. Und dann nahm er das Saatgut und säte das Korn. Und er war der Einzige, der es geerntet hat. Oder der was hatte zum Ernten. So sorgt sich Gott um die Seinen, die sich auf ihn besinnen. So funktioniert das. Willkommen zum Satsang. Das ist eigentlich schon das ganze Teaching, was es geben kann. Also wir können jetzt auch einfach nur hier rumsitzen. Aber das Leben, wenn es was anderes vorhat, verlangt es mehr von uns, als einfach nur rumzusitzen. Und so wie Devasita heute Morgen, nachdem wir uns über den freien Willen unterhalten haben, dann gesagt habe, dann gibt es ja diese Gleichung. Man kann sich die Frage stellen, gibt es einen freien Willen oder hast du eine Partnerin? Das ist ein und dasselbe. Ja. Und so ja, werde ich auch immer wieder gezwungen, Dinge zu tun, sodass ich nicht rumsitzen kann. Meine Lieblingsbeschäftigung ist natürlich. Ja, daher würde ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Ja, ich muss meinem Job Genüge tun. Von wegen freier Wille hier.
Ein spiritueller Name ist Devagita. Und das bedeutet göttlicher Gesang. Ein Anteil davon ist scheinbar deiner, vermutlich vermeintlich deiner, nämlich das Loblied des Göttlichen zu singen, was du ja schon immer tust und kannst. Aber in Zukunft in der Weise, dass ich da keinen Raum hat in dem Lobgesang des Göttlichen. Und das andere ist natürlich das, wie wir ja eben auch in der Geschichte gesehen haben, wenn wir das Göttliche besingen, dann singt es durch uns hindurch. Und das ist dann die Vollendung, dass du zu dem göttlichen Gesang selbst wirst. Alles andere später. Alles andere später, ja. Bist du bereit für den kleinen Schritt nach vorne? Ein spiritueller Name ist Deva Marga. Deva heißt das Göttliche und Marga heißt Weg. Deva Marga. Und ja, dein Leben ist ja nicht ganz so einfach verlaufen bisher. Aber das gehört zu diesem göttlichen Weg dazu, weil alle Aspekte davon, die du durchleben musst, dazu dienen, dass du auf diesem göttlichen Weg davon schreitest, ist zwar gesagt, aber gemeint ist eigentlich, das Ziel nicht aus dem Blick verlierst. Und das tust du ja nicht. Und letzten Endes bist du selbst dieser Weg. Und das enthüllt sich dir nur, was ich enthüllen muss. Und nach den schwierigeren Zeiten kommen gute, sodass der göttliche Weg dann zur Prachtstraße wird. Das ist, was du bist. Deva Marga. Der scheint miteinander verwandt zu sein. Auch eine Deva. Es gibt ja noch mehr. Ist ja noch eine Ishta-Deva, da ist noch eine Deva-Mani. Deva Setu. Und der Deva Setu. Er hat nachträglich seinen Namen von mir bekommen jetzt, oder wie? Ja. Wahrscheinlich. Aber es ist wahr, viele Devas. Ja.
Ja, es ist alles arrangiert, alles angerichtet, kann man sagen. Also du hast nie etwas angerichtet, aber es ist für alles gesorgt. Du bist versorgt. Und selbst dein Wunsch nach Vereinigung oder Öffnung in das, was du bist, ist nicht deiner. Also alles wird für dich getan. Alles, alles. Dem scheint nur im Weg zu stehen, dass du es nicht glaubst, dass du es eben anders siehst und meinst, du müsstest das mittels der menschlichen begrenzten Qualitäten umsetzen. Und das ist nicht der Fall. Du musst einfach nur offen sein, einfach nur geöffnet sein in das, was ist. Und selbst das tust du nicht. Selbst das geschieht noch. Von Tukaram sagt man auch, dass er kurz vor seinem Tod von einer Himmelskutsche abgeholt wurde. Und er hat dann seine Familie gefragt, ob sie mitkommen wollen, aber niemand wollte. Und dann verschwand er auf Nimmerwiedersehen. So sind die Geschichten. Ich glaube natürlich nichts davon, aber es klingt gut. Aber so fantasievoll ist man, wenn man sich bewusst macht oder wenn es für einen so wertvoll ist, was dieses Göttliche für einen selbst bedeutet, dann hat man unglaublich viel Fantasie, um dem Ausdruck zu verleihen. Und für viele ist das total real. Aber es gibt nur eines, was real ist, und das bist du. Das ist das, was sich nie verändert. Alles andere ist ein Traum. Und dies hier ist ein Traum. Und dann im Traum noch einen Traum zu leben, führt dich immer weiter davon weg. Und tatsächlich kannst du träumen, wie du willst. Nichts führt dich wirklich davon weg, weil du einfach immer in dem bist und als das auch. Von daher macht das nichts. Es macht nichts, was hier so passiert, im Grunde genommen. Aber wichtig ist es, nachvollziehen zu können für sich selbst, dass es nichts macht. Und sofern du da noch involviert bist in eine Ich-Geschichte, macht es ganz viel mit dir. Wenn du siehst, wie wenig Bedeutung das ganze Jahr hat, gibst du dem keine mehr. Und dann fließt sie woanders hin, denn das, was ist, was wirklich ist als Einziges, das hat Bedeutung. Und das ist ein Magnet, der dann anzieht. Wenn die Anziehung der Geschichten und des Traums nicht mehr wirken, dann zieht der. Zumindest spürst du dann diesen Zug, der ist ja immer da, im Grunde genommen. Es ist immer der Kontrast von dem, was wir leben und von dem, was möglich ist. Der spielt sich in allem von uns wieder. Und wenn wir unglücklich sind, sind wir unglücklich, weil wir wissen, dass unsere Essenz eigentlich glücklich sein ist und dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dann gilt es, das zu korrigieren, das ist alles. Aber ändert nichts an unserer Göttlichkeit. Dann gibt es kein Reduzieren von Göttlichkeit und auch kein Aufwerten von der Person zu einer göttlichen Person. Das findet nie statt. Auch ein Buddha ist ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und jeder andere Mensch ist ein Buddha. Die Essenz ist einfach dasselbe. Also wieder mal alles in Buddha. Darin liegt alles. Er hat es vorgemacht, hat sich an den Baum gesetzt und hat gewartet. 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 Nichts gemacht. Es ist nicht bekannt, dass er verrückte Sadhana gemacht hat, obwohl manche glauben, wenn man sich an den Baum setzt, ist das eine irre Sadhana. Aber man sitzt doch einfach nur da. Und den Rest erledigt das, was immer alles schon arrangiert.
Wenn das die innere Haltung ist, dann offenbart sich das Buddhatum von jedem. Das ist die innere Haltung, das Nichtstuns. Schon gar nicht für das, also das heißt jetzt nicht, du sollst deinen Garten nicht mehr umpflügen. Das machst du dann wie Tukaram zum richtigen Zeitpunkt. Aber für das Göttliche kämpfen wie verrückt oder sich zurechtbasteln dafür, ist zu viel, ist einfach zu viel. Die Welt wird nie göttlich. Viele glauben, dass es irgendwann mal dazu kommt oder dass es Anzeichen dafür gibt, dass das alles hier vergöttlicht wird. Alle andere Dimensionen und dann in diesen Kutschen rumfahren und so weiter. Gefahren werden natürlich. Alles toll ist. Wird nicht passieren. Aber du bist jetzt ja schon in diesem Zustand, in diesem Stadium, wo du dich einfach wirklich in diese Kutsche begeben kannst. Ich sage immer gerne das weiße Sofa, weil es nicht so in Bewegung ist wie eine Kutsche. Und dir da den Raum zu nehmen, da für dich da zu sein. Für dich als deine Essenz. Mehr ist ja gar nicht verlangt. Und selbst das ist nicht verlangt. Also genau genommen, wenn du dich auf das Göttliche besinnst, hast du deine Aufmerksamkeit bei dir. Wäre der Beweis dafür, dass du das Göttliche bist. Oder? Aber wenn du denkst, dass indem du das Göttliche bist, dass du was Besonderes bist, es ist daneben. Nichts und niemand ist was Besonderes. Aber das Göttliche ist besonders. Aber nicht als ein menschlicher Ausdruck, noch nicht mal Buddha ist was Besonderes. Es ist nur ein Hinweis im Hinblick auf die Besonderheit, die das Göttliche eigentlich ist. Das vermeintlich Besondere ist, dass er es lebt. Aber du bist das. Nur lebst es nicht. Und der Tukaram hatte eine harte Zeit. Also das Leben ist schon eine Herausforderung, die immer wieder drängt und sagt so, hier, schau zu mir, schau zu mir. Und was hat sie immer gesagt? Sie hat gesagt, mach was im Haushalt, mach was im Garten. Du sitzt immer noch rum, mach, mach, mach. Ich kenne das so gut, ja. Spaß. Da konnte es sehen, freien Willen gibt es eigentlich nicht. Aber auch den hatte er nicht, dass er sitzen musste. Ja, so ist es, wie Leben ist. Die Szenarien spielen sich ab, die Herausforderung von außen. Sieht so aus, als hätte er keine Wahl. Müsste jetzt was tun, was sie will. Kann er nicht, weil er was anderes muss. Ja, so ist Leben. Das ist so, wie freier Wille eben nicht ist. Den gibt es nicht. Vielleicht hätte er sich sogar ja mal gewünscht, seiner Frau einen Gefallen zu tun und mal was zu tun, was ihr gefällt. Aber er konnte nicht. Ja, einer muss es ja tun. Einer muss es tun.
wenn sich jemand findet, der meint, dass er es tun muss. Wenn sich niemand findet, dann steht an, dass es keiner tun muss. Mir kam gerade ein Gedanke über meinen Nachbarn. Mein Nachbar, der ist ständig tätig, ne? Ständig. Es gibt immer was zu tun. Und er hat auch mal scherzhaft so gesagt, er ist immer bemüht, die Gunst seiner Frau zu erreichen. Also Liebe durch Leistung, könnte man sagen. Und ich glaube, er mäht den Rasen mindestens 3 Mal in der Woche. Kannst du mir die Telefonnummer geben? Weil so oft wächst er ja gar nicht nach, dass man noch mehr mähen könnte. Aber meiner wächst. Aber es gibt auf jeden Fall ständig was zu tun. Ja. Das fiel mir gerade an. Ja. Aber das Sitzen, was Tukaram gemacht hat, das kann auch Arbeit sein, oder? Naja, das kommt drauf an, wenn du dich quälst. Ich meine, wenn du dich über das hinaus quälst, was stimmig ist für die Form auch, dann kann es Qual sein. Das geht ja nicht darum, die ganze Zeit da zu sitzen. Also auch da ist es immer gut zu schauen, was ist stimmig. Es ist auch nicht jeder dafür gemacht, dauernd da einfach nur zu sitzen. Viele driften dann in alle möglichen Szenarien ab. Also die Mischung macht es dann auch. Ist ja nicht so, dass er nie aufgestanden ist. Er hat ja dann gesät. Aber erst als dieser Auftrag kam, das zu tun, davor war er nicht deutlich genug. Oder er kam von einer anderen Warte. Wir können ja auch sagen, er hat dann den Auftrag von der göttlichen Warte bekommen und musste dann folgen. Und der Auftrag seiner Frau war eben nicht die göttliche Warte. Scharfschwerterunterscheidung. Ja, yes. Es ist immer angesagt, aber das macht auch das Göttliche. Weil es lässt dich ja auch dann spüren, also die Form spielt ja dann auch, wenn es hier zu viel ist oder wenn dann auf der anderen Ebene einfach Abdriften geschieht oder man depressiv wird, weil man rumsitzt und meint, man arbeitet. Und dann muss was dabei rauskommen, weil wenn da die Idee von Arbeit ist, ist auch die Idee, dass was dabei rauskommen muss. Und wenn die Idee nicht da ist, dass das Arbeit ist, kann man gut und lange auch sitzen. Ja. Weil der da Zwang nicht ist, was erreichen zu wollen. Und Meditation, um sich hinzusetzen, was erreichen zu wollen, ist ja Fehl. Haben wir immer gesagt. Obwohl natürlich der erste Impuls, sich hinzusetzen, der ist, dass man sich was davon verspricht. Das ist halt so. Aber dann ist gut zu wissen, dass es nicht darum geht, da was zu machen. Also zu arbeiten. Und wenn die Aufmerksamkeit, die dann auf das Höchste gerichtet ist oder eben die Stille selbst, dann sich präsentiert, wie viel Arbeit ist es dann? Es ist im Grunde genommen ein verlängertes Vergnügen. So sollte Meditation sein. Also nicht da zu sitzen, jetzt muss ich und hoffentlich kann ich irgendwann oder jetzt. Muss ja jetzt dann sein. Und dann sind Vorstellungen damit verbunden, dass das keine Gedanken, keine Gefühle und was nicht alles auftauchen soll. Und dann bist du schon im Dilemma. Ist schon vorbei mit der Meditation. Also da zu sein um der Qualität willen, die ist, wenn du da bist, das ist das. Und das ist anstrengungslos. Ja, das ist anstrengend. Weil ansonsten sind alle anderen Tätigkeiten, die du unternimmst, die, um eben da irgendwann mal dahin zu kommen, weißt du? Wo du dich gleich hinsetzen könntest in der Meditation, ohne was zu bezwecken. Was willst du denn mit dem, was man so Arbeit nennt oder bezwecken? Du willst, dass dann der Impuls für Arbeit nicht mehr auftaucht. Das ist, was man eigentlich will, wenn man viel arbeitet. Aber man kriegt es nicht hin, weil der Impuls zu arbeiten zu stark ist und die Stille eigentlich nicht wirklich eintritt. Aber das Wissen irgendwo im Hintergrund ist da. Wenn ich irgendwann mich überarbeite, dann habe ich keine Energie mehr, arbeiten zu wollen und dann stellt sich Stille ein. Das ist wahr. Funktioniert. Das war, glaube ich, etwas anders gemeint. Gut. Gestern der Impuls, also ich war spazieren und dann so, das müsste dann immer so, weiß ich ja nicht, wo ich langlaufe. Ja? Und dann schickt mich das Leben ja in eine bestimmte Richtung. Ja, laufe ich rechts, laufe ich links. Und da kam
Gestern hat es als Beispiel jetzt der Impuls, nach links zu gehen. Und da hat mich das Leben in eine Situation geschickt, die richtig heftig war, die sich zufällig so ergeben hat. Ja, und dann bin ich anschließend nach Hause und habe das natürlich wirken lassen in der Meditation. Das meine ich mit Arbeit, weil da viel, viel Schmerz hochkommt. Aber es ist keine Arbeit, du sitzt da und der Schmerz kommt hoch und dann geht er wieder. Aber was Arbeit ist, ist zu glauben, dass du Schmerz hast und dass du dich damit auseinandersetzen musst und dass du es bist, wer den hat. Das ist die Arbeit, das ist die Idee von Arbeit. Die Arbeit ist nur auf der relativen Ebene. Auf welcher sonst? Im Absoluten gibt es keine Arbeit. Sind alle arbeitslos. Und von allen kann man nicht reden. Ich will auch arbeitslos werden. Ich will auch arbeitslos Ja, manchmal muss man eine Weile arbeiten, um dann festzustellen, dass man arbeitslos werden möchte. Also solange da noch Pulver ist, was du verschießen kannst in Richtung Göttlichkeit, dann wirst du es tun müssen. Dann wirst du dich dafür anstrengen, in irgendeiner Form. Und wenn das ausgelaufen ist, dann tritt von alleine dieses einfach sich da im Sein befinden ein. Die Kräfte neigen sich auf dem Ende, um ehrlich zu sein. Wie bitte? Die Kräfte neigen sich dem Ende. Naja, das wissen wir nicht. Also diese Ich-Idee ist ein Stehaufmännchen. Das kann ich, ja. Das steht immer wieder auf. Du sagtest gerade, dass es sich dem Ende neigt, aber habe ich das falsch verstanden? Du siehst, wie schnell das geht. Ja, ja. Die eigenen Argumente widersprechen sich dann. Ist das nicht dieser innere Konflikt, dass die Kräfte irgendwo dem Ende neigen, aber die Idee von ich immer wieder aufsteht? Finde ich da total. Naja, klar, das ist eine Idee dieses Ichs als Konflikt, weil es das, was es meint, tun zu können, nicht hat tun können. Und dann ist es aber erstmal verzweifelt, wenn die Kräfte nachlassen. Das nicht gesagt, und dann kann es auch ganz prima wieder aufstehen. Aber wenn es wirklich total verzweifelt wäre und würde durchschauen, dass die Strategie nicht wirkt, dann wäre es was anderes. Dann wäre die Möglichkeit, dass es vielleicht nicht mehr aufsteht oder eben nicht mehr in dieser Form. Die Möglichkeit besteht. Hm? Die Möglichkeit besteht, dass es so verzweifelt ist, dass es nicht mehr aufsteht. Aber es weiß, dann muss es total verzweifelt sein, sodass nicht mehr nur die Idee ist, dass da keine Hoffnung mehr ist, sondern absolute Hoffnungslosigkeit. Sodass keine Idee von Hoffnung mehr aufkommen kann. Verzweiflung jenseits von Verzweiflung. Also dann hat sich es eigentlich schon erledigt, weil da ist niemand mehr, der verzweifelt sein könnte und dann auch ist niemand mehr da, der aufstehen kann. Mhm. Davor ist immer noch, auch wenn nur ein vermeintlich geringer Anteil von Ich-Idee da ist, immer noch genug Ich-Idee, weil wenn Ich-Idee da ist, ist der Anteil Ich-Idee. Und der kann sich jeweils wieder aufblähen, weil der ist ja eigentlich nichts, ist ja eigentlich nur eine Fiktion. Und der bläht sich immer wieder auf und setzt sich immer wieder zusammen aus irgendwelchen Bruchstücken aus der Erinnerung. Er hat ja mit dem, was im jeweiligen scheinbaren Moment passiert, gar nichts zu tun. Die Ich-Idee ist nur ein Konstrukt aus der Vergangenheit. Das ist gerade ein total gutes Bild, ja, wie sich das Ich immer aufbläht. Und durch die Bewusstheit setze ich eigentlich den Nadelstich immer früher an, ne? Das ist so eine Idee, aber tatsächlich setzt niemand irgendwas an. Tatsächlich setzt niemand irgendwas an. Das sind alles einfach Mechanismen, die ablaufen und wir interpretieren es. Wir interpretieren es als Ich und dann interpretieren wir es als Bewusstheit, die da eingreift. Bewusstheit greift nie ein. Es ist immer dieser Ich-Anteil, der alles ausfüllt, bis er dann sich auflöst und dann die persönlichen Prägungen übernehmen. Und dann sind die persönlichen Prägungen am Wirken und hoffentlich sind sie in guter Verfassung, damit sie nicht schräge Aspekte ausdrücken müssen, denn das kann auch passieren. Aber wenigstens ist die Ich-Idee nicht mehr präsent. Aber das sind alles Mechanismen. Keine Intelligenz dahinter. Die Mechanismen und die Prägungen, die werden doch immer schneller durchschaut, immer früher, oder? Ja, sagst du so, vielleicht bei dir.
Die Möglichkeit besteht. Also ja, je mehr du dich deiner Natur widmest, umso mehr Potenzial ist, dass die Prägungen sich selber durchschauen. Oder der vermeintliche Inhaber der Prägungen, die Prägungen und vielleicht sogar sich selbst durchschaut, ja. Warte mal gerade, Pamani. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt schon durch sind. Ja. Das gehört eigentlich dazu. Du hast eben gesagt, dann übernehmen die persönlichen Prägungen und dann sind die hoffentlich in einer guten Kondition. Würde das bedeuten, wenn die persönlichen Prägungen übernehmen, dass dann keine Korrektur mehr stattfindet seitens einer Instanz? Ja, das war. Also, daher wäre es gut, es werden keine schrägen Prägungen da. Weil da keine Möglichkeit des Eingreifens besteht. Die besteht ja auch bei der Ich-Idee nicht. Nur wirkt es da so, weil da noch so wie ein Filter davor geschaltet eben diese Ich-Identität vermeintlich das abwägt, hin und her wälzt und ja und nein und so weiter und dann vermeintliches abwehren kann, was als Qualität auftaucht oder andersrum die unangenehmen Dinge ausdrückt. Dann. Das heißt, wenn ich jetzt völlig schräg gebastelt bin, dann kommt es so raus, wie es ist. Naja, also wenn du dich kennst, dann wird nicht mehr so viel übrig bleiben, was wirklich absolut schräg ist. Aber es ist immer noch möglich. Es gibt, wissen wir ja, schräge Verhaltensweisen auch von vermeintlich verwirklichten oder ich will nicht sagen verwirklichten, aber ja, von vielen, die von sich sagen, dass das Ich nicht mehr da ist oder wovon es andere glauben. Aber das können wir ja nicht, kann man nicht wirklich von außen nachvollziehen. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht unbedingt alle Prägungen erlöst sind, wenn man sich kennt. Ja? Und dann gilt es nach wie vor hinzuschauen, wenn die Möglichkeit besteht. Manchmal besteht sie gar nicht, weil da kein Faktor ist, der es korrigieren möchte. Weißt du, kein Korrektiv in dem Sinne. Ja, aber vielleicht, wenn es wirklich so ist, es gibt kein Korrektiv mehr. Und also in diesem Universum ist ja grundsätzlich alles möglich. Grundsätzlich ist alles möglich, und, ja. Und da könnte ja auch jemand, der völlig, ich sag mal, schräg zusammengesetzt ist, völlig schräge Sachen machen. Das ist ja der Fall, aber das ist dann nicht wirklich eine Verwirklichung, die dann im Sinne von, also wie ich es verstehe, frei ist auch von schrägen Geschichten, also die anderen zum Beispiel Schaden zufügen können. Aber wir haben natürlich auch Menschen, haben eine unglaublich kraftvolle Energie und starke Resonanz zu ganz vielen Menschen und die tauchen dann als Diktatoren auf und leben natürlich dann genau das. Das ist schon so. Aber da sprechen wir jetzt nicht von Verwirklichung. Ja, es widerspricht sich eigentlich. Also weil das Göttliche, aber gut, was ist das Göttliche? Ja, so das eben. Das gibt so viele Ideen davon und es ist auch gut, dass wir es nochmal erwähnen jetzt hier, wie das sich ausdrücken soll. Und wie soll es sich denn ausdrücken? Wer weiß das? Ja. Also es klingt natürlich toll für Menschen, die Angst haben oder Minderwert haben, dass dann da jemand ist, der das nicht hat. Ja, und dann auch für das Wohl anderer Menschen ist. Aber was ist jetzt die richtige Form des Ausdrucks diesbezüglich? Wir müssen eigentlich sagen, alles so wie es ist, ist stimmig. Und jegliches Konzept, wie das sein sollte, macht eigentlich keinen Sinn. Und dann ist natürlich allen möglichen Dingen Tür und Tor geöffnet. Da müssen wir, ja, ich will da vorsichtig sein. Ich will das jetzt hier nicht, zumal es auch noch als Video dann im Netz stehen wird, sagen, es ist alles toll. Und das ist nicht gesagt. Es gibt schon Grundprinzipien, die damit zusammenhängen, dass man sich kennt. Also das ist ja Liebe und Mitgefühl. Weil wenn das fehlt, weiß ich nicht, wovon wir dann sprechen. Ja. Wenn man dann nur in sich selber sieht und seine Prinzipien lebt und die anderen aufdrückt, hat das damit nichts zu tun. Liebe heißt, dass man den anderen sieht wie sich selbst und den entsprechend auch behandelt und respektiert. Waren wir so durch? Ja. Soweit? Okay. Dieses Liebevolle und Mitgefühl, was du gerade angesprochen hast, siehst du das auch in der Religion oder würdest du sagen, dass Religionen völlig fehl am Platze sind? Weil es gibt ja, also aus meiner Sicht ist halt der Hinduismus und der Buddhismus
Die drücken das meiner Meinung nach am besten aus, wenn das Christentum und der Islam zum Beispiel viel Bekehrung drin ist. Und dieses Expansionsbestreben, sag ich mal. Der Buddhismus sagt nicht, wir müssen uns ausbreiten. Der nimmt einfach alles so, wie es ist, oder? Das wäre schön. Leider finden wir das auch, weil der Buddhismus hat also Länder wie Tibet auch erobert und mit Gewalt. Und innerhalb der Gruppierung von Buddhisten, den Gelbmützen und Rotmützen, gab es Kriege mit allen Mitteln. Insofern, nein, es wurde auch versucht, natürlich das mit Gewalt auf anderen aufzudrücken. Da war auch der Bekehrungswille da. Jetzt drückt sich es nicht mehr so aus und die Essenz davon ist ja auch gar nicht, die andere zu bekehren. Und das ist im Christentum im Prinzip auch nicht. Also der vermeintliche Urheber davon, wenn man das Alte Testament wegnehmen, ist ja jemand, der wie Buddha ist, also Jesus, der das Prinzip von Liebe verkörpert. Und der würde nie andere mit Gewalt bekehren wollen. Also das, was die Religion ausdrückt, ist was anderes als der vermeintliche Urheber der Religion. Er ist ja nicht der Urheber. Das ist ja das, was man dann nach dem Ableben des anderen daraus macht. Und beim Islam ist natürlich so, dass von vornherein auch da die sich dadurch zusammensetzt, dass eben Mohammed mit kriegerischen Mitteln die Menschen und Gebiete erobert hat. Und das basiert auf Gewalt, leider. Und obwohl vieles in der Essenz nicht gewalttätig ist, gar nicht. Also der Koran ist eigentlich überhaupt nicht gewalttätig. Aber es besteht die Möglichkeit, ihn so zu interpretieren. Und Mohammed war ein Krieger. Also das ist schon mal so, wie wenn, ja, also ein Lehrer mit Schülern ist, und so wie der Lehrer ist, sind auch die Schüler eher, weil die Resonanz der Energie so stark ist. Aber gut, mehr will ich nicht dazu sagen, weil ich so gut kenne ich den Koran jetzt auch nicht, dass ich jetzt alles wüsste, was da drin steht. Aber es ist auch nicht entscheidend. Ich finde, entscheidend ist zu sehen, welche Grundideen sich da ausdrücken. Und im Christentum ist es, wenn wir die Rolle von Jesus oder Christus nehmen, cool. Also zum Wohle anderer war er da und hat Missstände aufgedeckt und so weiter. An die Priester im Tempel denke oder an die Glücksspieler da und so weiter. Und hat das riskiert, dass er für seine, sage ich mal vorsichtig, Ideologie, für sein Sein eben auch sterben muss. Ja, und das ist natürlich auch symbolisch zu verstehen. Aber er hat ja wohl wirklich auch gelebt, was wir jetzt natürlich im Nachhinein schwer nachkontrollieren können. Aber ich gehe mal davon aus. Aber entscheidend ist, was man in sich selbst als stimmig oder gut oder wie auch immer, menschlich oder liebevoll. Da gibt es ja auch, ich meine, wenn man dann nur an liebevoll geht, gibt es so viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Das heißt, aus der Gita oder aus der Bibel meine Teile rausgezogen, was für mich stimmig ist, aber ich hafte halt keine Religion an. Das ist, glaube ich, das. Religion heißt, Religion kommt ja aus dem Begriff Religio und das heißt zurückführen. Also zurückführen letzten Endes ist die Bedeutung davon zu dem, was man eigentlich in seiner Essenz ist. Sehr schön. Zurückführen heißt dann auch, so wie ich es verstehe, dass man das, was man so veräußerlicht hat und woanders gesucht hat, dass man das durchschaut und dann letzten Endes bei sich bleibt. Das ist so wie ein Zurückkehren, aber eigentlich ist es ein bei sich bleiben. Ja. Und ein gewisses Leben sozusagen. Ja, und das sind Hinweise ja auch, die auch viele innerhalb der Religion, auch im Christentum, anders ausgedrückt haben, als es die Kirche dann so als Institution getan hat. Also ganz viele, die ja, gibt es da. Aber viele eben dann auch eingebettet in die Religion und dann nicht drüber hinaus gegangen. Das ist nun mal der Nachteil, wenn man in so einem System ist, dass man die Prinzipien der Systeme so übernimmt. So wie es ja auch in Hinduismus dann ist, in Bezug auf Wiedergeburt. Das setzen einfach alle voraus, aber keiner hinterfragt es oder schaut sich es an, ob es stimmt. Da muss man eben für sich selbst, man muss immer für sich selbst schauen. Aber ich finde einen Satz cool, ich muss ja immer wieder mal meine Mutter zitieren, die sagt, wenn du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Voll cool. Oder wer im Glashaus sitzt, sollte mich nicht mit Steinen werfen. Das bin ich gleich, weil das ist in dir. Hat sie nicht gesagt, aber das ist natürlich schlimm. Wie war das jetzt? Akustisch habe ich nicht verstanden. In der Bibel steht, das Königreich Gottes ist in dir. Und das hat bei mir. Ist in dir? Das Königreich Gottes ist in dir. In dir, okay. Ja. Das kriegt
gefruchtet, also wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, das hat einfach gefruchtet. Ja. Voll, aber was ist das, sind wir wieder da, müssen wir es wieder interpretieren, was ist das Königreich Gottes, verstehst du, dann müssen wir wieder sagen, was ist denn göttlich, sind wir wieder am Anfang. Ja. Okay, ich habe nichts materiell Erstrebbares. Ja, alles ist da drin enthalten und für Interpretation Tür und Tor geöffnet. Also letzten Endes muss es jeder für sich selber schauen, was für ihn wichtig ist und welche Prinzipien jemand verkörpern sollte. Und so ist es ja auch in der Anforderung an Lehrer, dass man da immer auch genau schaut und seine eigenen Maßstäbe anlegt und ja, sich da gut spiegeln kann dann. Wir wissen ja auch, dass ein guter Mensch nicht unbedingt bedeutet, dass man immer lieb ist, sondern dass man möglicherweise, nehmen wir jetzt mal das simple Beispiel, jemand, der eben nicht gut ist, auf die Füße tritt. Dann in dem Moment ist man nicht liebevoll, aber man ist liebevoll. Nach welchem Prinzip und nach welchem Maßstab ist man es dann? Also es muss immer je nach Situation auch verstanden werden oder gesehen werden, was sich da ausdrückt und welches Prinzip es ist und worum es da eigentlich geht, jeweils. Pauschal kann man das eigentlich gar nicht sagen. Hätte ich alle versucht, gut zu sein, irgendwie? Gut oder angepasst, oder nennen wir das mal so, der Versuch, gut zu sein, also der eigenen Vorstellung zu entsprechen, wie man meint, welche Vorstellung die anderen haben. Mhm. Ja? So, das ist doch so, wie die meisten Menschen leben. Aber man kann in dieser Dualität nicht nur gut sein, also auch, also ich meine, ich habe nie, ich muss nochmal auf den Namen zurückkommen, nie gedacht, dass ich jetzt einen Namen von dir haben möchte. In Gießen hast du schon mal gesagt, das war vor längerer Zeit, ich bin gespannt, wann ich käme, nach einem Namen zu fragen. Dann habe ich gedacht, nie und nimmer. Ich war so zufrieden mit meinem Namen, weil er auch etwas ausdrückte, womit ich mich identifizieren konnte. Also mit dem Engel. Irgendwo, ja. Also etwas Schönes in die Welt bringen, etwas Gutes, etwas, ja, was eben Engel machen. Aber wenn man... Gibt auch Luzifer. Bitte? Ja, wenn man das eine ausdrückt, das Engel ausdrückt, dann muss man auch der Bengel sein. So. Und das habe ich nun in letzter Zeit ja immer gemerkt, in den Missverständnissen mit dir und in diesem... hin und her, und das war mir dann echt zu viel. Also ich habe gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Ne? Ich möchte darüber hinausgehen. Weder Engel noch Bengel, also wirklich das Göttliche ausdrücken. Und das hast du so wunderbar mit dem göttlichen Gesang mein Innerstes sozusagen gesehen und übrigens habe ich, nachdem ich die CD mit diesem wunderschönen Männergesang, der über 3 Oktaven klassische indische Raga-Musik gesungen hat, habe ich gedacht, also habe ich ja auch geschrieben, das kann man nur, wenn das Herz ganz weit geöffnet ist. Weil diese Barrieren der Register zu überwinden. Und da habe ich gedacht, ich möchte auch singen. Ja. Und jetzt, ich habe sogar eine Probegesangsstunde
Na, jetzt musst du sogar singen. Von wegen freier Wille. Jetzt kommst du mit dem Namen Gitter. Lieber Gitter. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, ja nicht das, das Singen als Person. Das kann damit impliziert sein, natürlich. Ja, ich aber glaube, das ist irgendwo ist nicht das Prinzip. Auch dieser Ausdruck. Das habe ich nicht gelebt bisher so. Also tanzen und singen. Ja, weil ich irgendwie so eingezwängt war. Eingeengelt war. Im akademischen Bereich. Du hast eingeengelt. Eingeengelt habe ich auch. Ja. Aber jetzt wollte ich das die Gelegenheit nutzen, nochmal zu danken. Gerne. Aber du hast den Aspekt jetzt dann von der anderen Seite des Nicht-Gutseins ein bisschen fallen gelassen in deiner Ausführung eben. Ja, ich komme noch mal drauf zurück. Ich meine, das ist jetzt noch nicht das Ende dieses Wochenendes. Okay. Ja. Also welche Haltung würdest du jetzt den unerledigten Aufgaben, die vielleicht jeder hat, gegenüber einnehmen, diese unerledigten Aufgaben, die durch uns selber immer wieder hochkommen, dass man sagt, ich habe das noch nicht gemacht und Schuldkomplex oder irgendwie sowas oder was durch die Partnerin einfach wieder immer wieder erinnert wird, was man nicht gemacht hat. Welche Haltung würdest du empfehlen? Na, die dich nicht als der Urheber dieser Geschichten zu sehen, die noch erledigt werden müssen. Das ist die beste Haltung. Und wenn du die so nicht einnehmen kannst, dann nimmst du sie ein, indem du dich wirklich für das Göttliche begeistern kannst und das im Blick hast. Und je mehr du das hast, umso weniger hast du im Blick, was an Defiziten da ist. Und die enthüllen sich dir sowieso und du musst dich denen dann ohnehin widmen. Also dich nicht auf das stürzen, was noch zu tun ist, aber das Prinzip durchschauen, was läuft. Ja, das ist immer mein Hinweis, dass man schaut, welche Tendenzen hat das System und was will es damit, dass es die ausdrückt. Auch die und besonders die eben immer wehtun. Und die einmal verstanden, dann sich nicht mehr damit beschäftigen, sondern im Sehen davon, wenn sie auftauchen, in der Qualität verweilen, die sieht, okay, das ist ein Aspekt davon und ich habe es gesehen und vielen Dank. Ich habe jetzt keine Zeit weiter, mich darum zu kümmern. Ich bin involviert in das Schauen des Göttlichen. Ja. Und wenn du von all dem nichts verstanden hast, dann besinne dich auf das Göttliche. Da hast du keine Zeit für solche Geschichten. Ich überlege gerade, ob das mich kurzfristig befriedigen kann oder ja, diesen Trieb befriedigen kann, ja, zu sagen, okay, der Abwasch ist nicht gemacht, dieses oder jenes, ob ich damit relaxed sein kann. Ja. Das ist die Frage, aber daran kannst du ja dann dein Prinzip sehen, dass es eben von dir bestimmte Dinge verlangt, die der Maßstab für dich sind. Und wenn du sie erfüllst, bist du für dich ein guter Mensch oder okay und liebenswert und so weiter. Und wenn nicht, bist du einfach ein Loser. Und das zu transzendieren, das zu sehen, dass es läuft und das Prinzip zu verstehen. Und dass du siehst, du wirst immer an Punkte kommen, wo du von dir etwas verlangst und wo du es auch nicht tun wirst, um dir zu bestätigen, dass du nicht okay bist. Und wenn du das Prinzip siehst und siehst, dass es dir nicht dient, kann es aufhören. Es sei denn, das muss ich dir immer wieder aufs Neue nochmal präsentieren, bis die Energie ausgelaufen ist und dann ist irgendwann Ruhe. Weil wenn du es weiter nicht bedienst, wenn du es weiter nicht lebst unter dem Motto, davon habe ich was, ja, mehr als von meiner Göttlichkeit, dann stirbt das ab. Das ist also nur die Aufmerksamkeit, die wir ihm geben. Und natürlich müssen wir die ihm geben, weil wir ja nicht bestimmen, was wir tun. Aber das System, wenn es das durchschaut hat, was da läuft, dann scheint es so zu sein, dass es dann das nicht mehr so bedienen kann. Freier Wille hin oder her. Okay. Wenn es nicht durchschaut ist, läuft es immer so weiter. Dann wirst du immer in dem Defizit sein, dass du Dinge nicht erledigt hast und sie aber erledigen meinst zu wollen, aber es passiert einfach nicht. Und dann machst du dir selbst Vorwürfe oder vielleicht anderen, vielleicht noch deinen Eltern oder dem Göttlichen, ja, dass du so bist, wie du bist, aber du kommst nicht darüber hinaus. Du gehst nicht darüber hinaus. Zum anderen ist das, dass ich mich darüber aufrege, fühlt sich dann
naja, so wie ein bisschen wie Leben an, ja, weil sich da irgendwie was bewegt oder da ist irgendwie was los in mir, ja, da ist einfach. Na, wir könnten sagen, dann ist das System davon begeistert, dass es auf diese Weise das Prinzip weiterführt, dass es sich versklavt. Mhm. Ja? Die Begeisterung ist nur ein Aspekt davon, dass es bei dem bleibt, gerne bleibt, was immer schon läuft. Das ist auch die Selbstbestrafung dann. Die gehört dazu, die passt zu dem Thema, ich bin nicht okay. Dann suche ich mir immer was, was mich überfordert, damit ich nicht okay bin. Und dann kann ich mich noch drüber beschweren, ja? Weil das natürlich noch klarer ausdrückt, dass ich derjenige bin, der daran schuld ist. Und dann ist es einfach nur die Selbstbestätigung des Prinzips. Aber wenn du das durchschaut hast, ist vielleicht Ende damit. Wer weiß, ja. Also jetzt im Nachgang zu dem Retreat, eine Freundin von mir war parallel auf einem anderen Retreat und war komplett ausgeblisst und da trat natürlich dann irgendwie so aus, was habe ich jetzt falsch gemacht? War das nicht lang genug? Warum passiert das nicht? Soll ich woanders hingehen und so weiter und so fort, ja. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass diese Stimme, die eben das reklamiert oder sich darüber beschwert, dass die auch die gleiche ist, die das Leben tatsächlich verhindert immer wieder und auch das Erwachen verhindert in der Hinsicht. Und ja, da habe ich einfach in der Hinsicht irgendwie gesagt, okay, das ist das gleiche Prinzip, sich zu verhindern, sich zu beschweren, zu sagen, man ist nicht richtig und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und das wieder zu mir zurückzuholen und zu sagen, das ist das, was du machst. Ja. Es gehört zu mir. Ja. Und es ist nicht jemand anders dafür, oder die Umstände sind nicht dafür verantwortlich, sondern einfach wieder zu mir zurückzukehren. Ja, ja, dich in den Umständen zu sehen und zu verstehen, das ist schon viel. Ja, dass man das kann. Mhm. Das ist schon viel Bewusstheit dann. Du könntest aber auch erstmal dahin gehen, wo du dir den Bliss abholst, und dann müsst du aber trotzdem wahrscheinlich irgendwann wiederkommen. Dann kannst du auch gleich hier bleiben. Es geht nicht um solche Zustände, die extrem sind, sondern es geht um wirkliche Bewusstheit, die zu leben und wirklich bei sich bleiben zu können. Das toppt alle Zustände. Alle. Und wenn die anstehen, stellen die sich sowieso ein. Mhm. Ja. Und du könntest da hingehen und würde nichts passieren. Möglicherweise, ja. Mhm. Wenn es nicht deines wäre. Und daher. Ja, das ist das Prinzip eben, dass wenn der Verstand eine so große Rolle spielt, man sich natürlich immer abgleicht mit anderen. Und das ist, was Schmerz bewirkt. Ja, da kam ja halt Neid und sowas dann auf. Und dabei schienst du ein gutes Retreat gehabt zu haben, so hatte ich in Erinnerung. Ja, natürlich. Plötzlich war es weg. Ja, natürlich, ja. Spannend, ja. Das ist immer mal wieder dann weg und dann, ja. Ja, so ist das, so sind wir aber. Und es ist ja auch gut, das zu sehen, auch die Tendenzen zu sehen und aber auch immer auch zu schauen, bin ich richtig, wo ich bin? Mhm. Ja, oder ob du auch hier richtig bist. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Wir können nicht irgendeine Qualität leben, die jemand anders lebt. Ja. Das geht nicht. Ja. Aber die Tendenz ist da, und gerade wenn das Vergleichen stattfindet, immer wieder.
Wir glauben immer wieder, und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Umstände es sind, die in uns bewirken, wie es uns geht. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Es ist immer unser Inneres, was die Hauptrolle spielt. Und die Geschichten, die im Außen auftauchen, sind in Resonanz zu uns, das ist wahr. Aber alles ist in uns, alles. Und niemand von außen kann irgendwas irgendwie. Es erscheint so, weil in Begegnungen dann eben es so aussieht, als würde der vermeintlich andere jetzt etwas in uns bewirken. Aber weil es in uns ansteht, treffen wir auf den anderen, vermeintlich anderen, der uns darauf verweist, was in uns ist. Das ist alles. Das ist das Spiel. Ja. Also kann man gar nicht sagen, du oder du triggerst das und das in mir. Du kannst sagen, dass du es empfindest, dass der andere das in dir triggert. Das kannst du. Und in der Kommunikation mit den meisten Menschen ist es ja so, dass sie glauben, dass sie was tun und der andere darauf reagiert und umgekehrt. Insofern ist es okay, das zu sagen. Aber für dich zu wissen, eigentlich ist es nur in mir und jemand anders bringt das zum Vorschein. Mhm. Ja? Aber nur, weil es jetzt ansteht, nicht weil es zum Vorschein bringt, ohne mein Einwirken. Ja? Wenn es nicht anstehen würde, würde ja klar, da würde das ja gar nicht mehr getriggert werden, verstehe. Ja, ja. Sonst würden ja alle Menschen gleich reagieren auf denselben Menschen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Keine zwei hier in diesem Raum reagieren gleich, auch wenn es vielleicht so aussehen kann in den äußeren Facetten. Aber tatsächlich, was im Innen passiert, ist komplett anders. Sonst wäre ja auch Satsang erfolgreich. Weil irgendwas gesagt werden oder man sitzt einfach nur hier und alle sind blissig. Alles oder alle sind eben nicht blissig zum Glück. Und einfach still. Und so ist dann das verzweifelte Bemühen, überhaupt jemanden zu erreichen. Ja. Ja. Würdest du das genauso sehen bei Krankheiten, dass du empfehlen würdest, auch da nicht zu viel Aufmerksamkeit reinzugeben, sondern wirklich aufs wahre Wesen? Ja, schon. Aber natürlich das nicht grundsätzlich zu vernachlässigen, was in der Form passiert. Wenn da etwas passiert, was die Form funktionsunfähig macht oder da, du da ich, dich in irgendwas reinmanövrierst oder die Form eben Symptome zeigt, um die man sich kümmern muss, dann ist es wichtig, das zu tun. Mhm. Aber nicht gleich bei jeder Kleinigkeit und auch bei anderen Dingen lernt man ja, wie viel Veränderung kommt dadurch, dass man allein meditiert oder in Satsang geht, sich seiner Natur widmet, wie stark das System dann umgekrempelt wird. Und welche Symptome dann da auftreten können. Alle möglichen können da auftreten, die mit dem, was sonst im Körper passiert und von dem man meint, ah, jetzt muss ich zum Arzt, gar nicht dazu führt, dass du zum Arzt gehst. Und vieles balanciert sich von allein. Damit sage ich nicht, meditieren, du musst nie mehr zum Arzt. Das ist Quatsch. Ja, gerade die Entscheidung zwischen dieser traditionellen Medizin und Alternativen. Finde ich gerade ein Thema. Ja, da musst du schauen, inwieweit du da wirklich Vertrauen hast in die alternative Medizin. Solltest du haben, wenn du sowas machst. Ich würde immer erst damit anfangen, für den Fall, dass ich überhaupt was machen würde. Immer erst alternativ. Mhm. Die andere Medizin hat bis auf ein paar mechanische Dinge eigentlich keine Ahnung vom Körper. Ja. Mhm. Muss man so sagen, ganz hart. Gibt es natürlich Ausnahmen, ist klar. Aber die Herangehensweise ist nun mal einfach krass. Ja. Trifft es auch dann zu, dass man praktisch selber gar keine Entscheidung trifft? Das trifft immer zu. Vermeintlich denke ich ja dann, ich entscheide mich jetzt für die Medizin oder für die anderen. Ja, natürlich. Tatsächlich ist es natürlich auch, wenn keine Entscheidung deine ist, immer so. Weil es ist ja nicht die Lösung, jetzt gar nichts zu machen. Weiß ich nicht.
wenn ich jetzt sage, mach gar nichts und es ist irgendwas, was man behandeln muss und was so eine Dämonie hat und so weiter, hat mich in den Tod getrieben. Kriege ich nachher Briefe aus dem Jenseits. Jetzt muss ich meine Überzeugung, dass es kein Jenseits gibt, dann nachher repetieren. Das wäre hart. Das machen wir besser nicht. Ja, da ist es so, das Universum entscheidet das und natürlich sieht es so aus, weil da ein Hin und Wieder, Für und Wider ist, was dann auftaucht. Mhm. Aber irgendwann taucht eine Entscheidung auf und das ist nun mal die zu dem Zeitpunkt als einzige zur Verfügung ist und die wird ausgeführt. Und was man danach dann sagen kann, ist wieder was anderes. Mhm. Aber so bewegt sich auch das Universum durch diverse Irrtümer immer wieder. Ja, das war auch der Name von Devamagha, dass eben auch im Leben Geschichten passieren, in jedem anderen auch, wo man sagt, Mensch, das Kinder, wofür war das eigentlich gut? Im Nachhinein siehst du es dann, dass genau dadurch vielleicht eine Wendung passiert ist. Und es gibt auch Dinge, wo man am Körper wirklich dann schneiden muss. Man muss wirklich dann einen Tumor rausschneiden und nicht alternativ. Das kann sein, wenn es ansteht und sich dadurch auch das Thema sogar erlöst, wenn es an den Punkt gekommen ist, dass das Thema für dich keine Rolle mehr spielt, dann ist es auch sogar okay und es geht vielleicht gar nicht anders. Ja? Also auch da nicht kategorisch zu sagen, ich mache nur das und ich mache nicht das, ja? Würde ich damit sagen, damit die Tür offen bleibt für andere Dinge auch. Mhm. Nie so ist, glaube ich. Immer schauen und wenn dann eine Entscheidung gefallen ist, ist sie gefallen. Und da kannst du das Göttliche dann verantwortlich machen. Und das ist auch der beste Adressat, weil der das locker aushalten kann. Ja? Das ist niemand, der gekränkt ist. Dann. Der Wunsch, das Richtige zu tun, steht da halt im Vordergrund. Ne? Nein, der Wunsch ist, richtig zu sein. Das steht im Hintergrund. Okay. Richtig zu sein? Ja, dass man glaubt, man ist nicht richtig und man müsste alles richtig machen, damit man dann irgendwann richtig ist. Okay. Und das passiert, wird nie passieren mit dieser Einstellung. Mhm. Aber wenn du siehst, dass du es nicht richtig machst und dass es auch nicht kannst, sondern auch, aber auch nicht falsch und dass das, was bestimmt, was alles tut, nicht du bist, wie sehr kannst du dich dann über Entscheidungen, die geschehen sind, egal welcher Natur, dann noch ärgern? Mhm. Könntest du, aber es macht nicht mehr so viel Sinn. Ja, getroffene Entscheidung, das ist auch nicht das Problem, aber halt vorher ist die richtige Entscheidung. Ja, aber das gehört zu den Schwierigkeiten des Universums dazu, dass es eben auch wirklich die Tendenz hat, damit es für uns echt erscheint, dass es hin und her pendelt zwischen Möglichkeiten. Mhm. Das ist, weil es auch im Universum unglaublich viele Möglichkeiten des Ausdrucks gibt. Mhm. Also unzählige Möglichkeiten. Wir sind beschränkt auf wenige, weil unser System so ist, dass es eben nur ein bestimmter Ausdruck ist von Energie, der eben nicht viele Möglichkeiten zulässt. Mhm. Ja, aber je mehr davon abfällt, von dieser Einschränkung der Persönlichkeitsstruktur, umso größer, umso variabler wird das System in seinen Ausdrucksmöglichkeiten. Aber das ist das macht das Universum, oder sagen wir besser das Bewusstsein, damit es klarer ist. Und das macht auch nichts, weil es ist ausführendes Organ. Niemand macht irgendwas, verstehst du? Im ganzen Universum, selbst das ist vermeintliche Machen hier, da ist niemand da, der es umsetzt, aber es geschieht. Und das ist einfach ein Mysterium, das müssen wir so nehmen, wie es sich uns bietet, uns darstellt. Verstehen werden wir das nie so richtig. Aber andeutungsweise interpretieren können wir. Versuchen. Ja. Und wenn das Bewusstsein, wenn das da so angelegt ist, dass die Form ihr Ende findet, wird sie das tun. In irgendeiner Form. Irgendwie muss es gehen. Ja. Lebt ja keiner ewig. Es ist nicht sehr beruhigend, aber so ist es. Gehört dazu. Das vermeintliche Leben muss sterben, weil es kein Leben ist, nicht wirklich Leben ist.
Also was wäre deine Möglichkeit für eine Orientierung, sodass du da nicht immer in diesen Zuständen bist, wo du dir Gedanken machen musst, wie es weitergeht und was stimmt und oder du Angst haben musst? Wie bekommst du das hin? Vertrauen zu haben. Und wie geht das? Fühlt sich dann fast immer wie so ein Schalter an, den ich einfach in mir umlege und das alles dann von mir abfällt. Und wem vertraust du da? Dem Göttlichen. Also wäre es klug, doch immer in diesem Vertrauen zu sein und ja. Damit wäre ja, dann ja. Deine Aufmerksamkeit dort. Mhm. Wenn das die vermeintliche Intention von Bewusstsein wäre, dich aufgrund der Krankheiten im System dazu zu animieren, sich immer auf es zu besinnen, um zu vertrauen, wäre der Zweck erfüllt. Mhm. Hätte das Bewusstsein gut gemacht. Ja? Mhm. Gibt die verschiedensten Beweggründe, um sich seiner Natur zu widmen. Kaum jemand, hätte ich beinahe gesagt, macht es ja freiwillig. Wer macht es schon freiwillig? Wer würde schon freiwillig auf die Idee kommen, sich dem Göttlichen zur Verfügung zu stellen? Hm? Er käme auf so eine schräge Idee, dass das alles hier schräg ist und nicht real. Also es ist gut, nicht blauäugig zu sein. Und wenn Vertrauen bedeutet, dass du, wenn du dich auf das Höchste besinnst, merkst, dass du da gehalten bist, dass da eine Stimmigkeit in dir ist, die dich sehen lässt, dass was ist, ist stimmig, was passiert, ist stimmig. Dann stellt sich das, was du als Vertrauen bezeichnest, ein, was vorher nicht ist, das ist nur vorher eine Idee. Und dann ist es noch nicht mal Vertrauen, sondern es ist Gewissheit. Mhm. Und das ist cool. Die stellt sich ein, wenn du siehst, wie getragen du bist. Und was mir halt noch hilft, ins Jetzt zu gehen, dass eigentlich im Moment alles gut ist. Dann, wenn du da reingegangen bist, sag mir, wo es ist. Damit ich weiß, wie das geht. Wenn du da mal ins Jetzt gegangen bist, sag mir mal, wo es ist. Die ganzen Gedankenkonstrukte wegzulassen und zu schauen, habe ich jetzt im Moment überhaupt einen Grund, tut mir was weh, so. Könntest du machen, aber das ist immer ein ziemlicher Umweg. Du könntest auch dich direkt auf das Selbst besinnen. Das ist jetzt ein Umweg. Das ist doch dann im Jetzt. Bin hier, ist es ja nur das Selbst da. Ja, aber ich habe immer Schwierigkeiten, ein Jetzt zu finden, wenn ich danach suche. Gibt es keins. Mhm. Keins, was anders wäre, als wenn man nicht danach sucht. Verstehst du, in dem Moment, wo du jetzt sagst, hast du das ganze Paket von Vergangenheit, scheinbarer Gegenwart und Zukunft, was du dann tragen musst. Machst du nicht so schwer. Da ist immer, jetzt bin ich jetzt, aber eigentlich hast du im Sinn, aha, jetzt ist besser als davor. Das ist immer im Gedanken, spielt das eine Rolle. Genau so, daher ist es jetzt nichts, womit wir wirklich was anfangen können. Mhm. Und ein Konzept hilft uns nicht viel. Wenn du dich auf das Göttliche besinnst, bist du präsent.
hier sein, oder? Präsent sein, da sein. Hier ist wieder, wo ist hier? Wo fängt hier an? Wo fängt hier an und wo hört es auf? Schwierig. Diese ganzen Bezeichnungen sind schwierig. Es ist gut, die nicht zu bedienen, sondern das, was real ist. Da sein, wach sein. Also nicht träumen im Traum. Und dann kann man gucken, ob der Traum, der dann übrig bleibt, ob das real ist. Der Name sagt es ja schon, nicht ist. Also schau mal, wie es jetzt ist, wenn, jetzt hätte ich schon wieder gesagt, jetzt, oh mein Gott. Wie es ist, wenn der Traum, der du da bist, nicht ist. Also wenn du nicht bist, die Form hier nicht ist. Was dann ist? Und dann schau, ob es da noch ein Jetzt gibt. Oder Vertrauen. Sein, als ob irgendwie noch ein Knoten in meinem Kopf ist oder noch, ich kann das nicht klar sehen, was wäre, wenn die Form nicht da ist. Und du sollst doch gar nicht sehen. Du sollst einfach nur nicht da sein. Und dann bist du total da. Ich höre das, die Worte wohl oder so völlige Leere im Kopf da geht. Okay, und wenn jetzt die Leere sich nicht füllen muss, die jetzt im Kopf ist, wie ist es dann? Still. Und wenn das sich nicht ändern muss? Und wenn still ist, ist die Persönlichkeit nicht präsent, nicht relevant, oder? Mhm. Und wo ist da jetzt der Knoten? Mhm. Was muss verstanden werden, wenn es still ist? Mhm. Und was kann verstanden werden, wenn es still ist? Was brauchst du jetzt noch? Was fehlt? Im Moment fehlt nichts, ja. Und wie wichtig bist du jetzt gerade? In diesem Moment. Das ist jetzt keine Frage gerade. Ja.
Wenn ich so nach innen schaue, da ist ja ist nichts. Ja. Aber trotzdem ist da was. Also es zieht mich irgendwas in der Welt wieder heraus aus dem Nichts. Du meinst, das wäre das etwas, was dich wieder rauszieht? Oder was willst du damit sagen? Oder dass das Nichts eigentlich kein Nichts ist? Ich würde mich gerne irgendwo festhalten, also an dem Nichts. Da will ich. Und trotzdem ist da immer wieder, wenn mir der Gedanke so aufkommt, oder? Dann schau doch mal, geh doch mal dahin, wo du sagst, da ist das Nichts. Und wenn da wirklich ein Nichts ist, ist da dann etwas, was dich da rausziehen kann, aus einem Nichts? Wobei doch ein Nichts ist. Die Idee, dass da ein jemand sein muss, der sich festhalten muss. Ist es möglich, sich in einem Nichts festzuhalten? Also wenn du jetzt mal diese Idee, lass mal die Augen zu, die Idee gehen lässt, dass da jemand ist, der sich festhalten muss. Was ist dann? Und nicht nur die Idee, sondern es ist niemand da, der sich da festhalten kann. Also von derjenigen, die sich versucht festzuhalten, ist in diesem Nichts nichts. Der ist nicht vorhanden. Und dann schau mal, wo das Nichts anfängt und wo es aufhört. Gibt es in einem Nichts einen Anfang und ein Ende? Oder ein Beginn und ein Aufhören. Sag's. Du musst dich trauen. Wenn man sich dem Göttlichen öffnet, ist es immer eine Trauung. Also kannst du dich trauen. Bist du nichts? Mhm. Okay. Ist das wahr? Schau nach. Halt die Augen geschlossen und schau nach. Ist das wahr? Bist du da nichts? Und wer sagt das? Ich bin da nicht. Das ist doch jemand, der da ist, der was sagen kann. Also ist das wirklich nichts? Ist das ein jemand?
Oder was ist es? Das ist ja, was du versuchst rauszufinden. Da ist was, was mich rauszieht. Und da ist ein Nichts. Also, sagen wir mal, da bist du nicht. Okay? Aber es ist etwas, sodass da gesagt werden kann, da bin ich nicht. Ist das wahr? Dann ist das Nichts nicht alleine, sondern es ist jemand da, der sagen kann, da ist ein Nichts. Und da ist auch die Bettina nicht. Und kümmert es den, der sagt, da ist ein Nichts und da ist die Bettina nicht, kümmert es den? Oder die? Oder das? Haben wir dich verwirrt? Schon gerade im Knall, was war's? Vielleicht ist ja niemand da, der was sagen könnte. Was geschieht? Nichts eigentlich. Gut, und wenn nichts geschieht, dann geschieht auch kein Festhalten, ist das wahr? Sonst geschieht wieder irgendwas. Ja, es ist gerade dabei. Den Rettungsanker zu finden wieder. Und schau mal, ob es irgendwas gibt, woran du dich festhalten kannst. Schau nach, aber schau wirklich genau nach. Irgendwo muss es doch was geben, woran du dich festhalten kannst. Tauchen Gedanken auf. Gedanke. Die auf, aber die Hologramme, aber irgendwas. Ich kann es nicht so sagen. Also sind Gedanken da, dann brauchst du jetzt nur zu sagen ja. Wenn nicht, dann nein. Kann man sich mit Ansätze von Gedanken. Ja, und kann man sich mit Gedanken festhalten? Schau, ob es klappt. Der Auftrag war ja, halte dich fest. Nee, festhalte kann ich mich dran, aber dranhängen. Und dann, wenn dranhängen passiert? Was ist denn dann mit den Gedanken oder mit dem Festhalten? Dann fühlt es an, als würde ich dann bin ich der Gedanke irgendwie.
also hat es funktioniert. Dass dir wieder entkommen. Schaut jetzt aus. Ja. Ja, du siehst, da ist die Idee, dass man sich halten kann und dann glaubt man es auch. Gut damit zu experimentieren, weißt du, in der Stille. Dann zu sehen, wie es ist, wenn das System dem nicht folgt, was da auftaucht. Weil es versucht, immer etwas auftauchen zu lassen. Ja. Das ist dieses Bemühen. Weil es sich selbst bestätigen will, dass es noch existiert. Ja, irgendwie, das fühlt sich so ein bisschen wie so ein Kampf an. Ja. Also, ja.